Hast vergessen zu abonnieren oder was? Ich erinnere dich daran. Ist kostenlos. Glocke aktivieren. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Blackfire Studios und hier zurück für euch mit einem neuen Video. Und zwar habe ich hier eine After-Patch-Methode für den Giftcast to Friends. Es ist eine sehr einfache Methode. Ich denke mal, das wird auch für die Xbox funktionieren. Testet das Ganze mal aus. Es ist wirklich einfach. Und man braucht keine großen Timing Parts. Schaut euch das Gute, natürlich ist es gut, das ganze Video an, dann ja, habt ihr einfach weniger Probleme. Was benötigt ihr dafür? Bevor das Video hier anfängt, lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video da und ein Abo. Danke dafür. Also, ich mache das in der Einladungssitzung, könnt ihr links oben sehen. Und wir machen das zwar jetzt hier wie üblich in der Basis mit dem, ja, wo wir halt am Ende das Straßenfahrzeug, was halt hier als allererstes drin sein sollte, später das zweite Straßenfahrzeug, wo wir halt mit der Vollmeldung in der Basis, wo halt unser Freund uns auf dem Dach umwerfen wird. Es ist, glaube ich, für euch schon bekannt. Wie gesagt, die Basis braucht ihr als derjenige, der das Fahrzeug bekommt. Man verliert, weder ihr noch euer Freund verliert hier irgendwelche Fahrzeuge. Klar, natürlich werdet ihr als derjenige, der das Fahrzeug geschenkt bekommt vom Freund, das Straßenfahrzeug verlieren, aber dafür habt ihr halt Beispiel ein gemoddetes Fahrzeug von eurem Kumpel. Ja, ihr könnt halt auch gegenseitig traden und ja, latscht so viele Fahrzeuge rein, wie oft ihr das halt machen wollt, und ihr müsst halt das immer wieder von neu machen, aber es ist wirklich einfach. Ich habe jetzt hier für euch im Beispiel ein Fahrzeug drin, den Winnie Easy. Und was braucht ihr noch? Eigentlich nicht viel. Ihr könnt euch auch als CEO registrieren oder Kumpel bringt dann später fordert ein Heli an oder so. Wobei, ich muss hier nicht mal raus, damit ihr gemeinsam zur Basis rüberfliegen müsst. So, Brandis Part. Sitzung ist egal. C-Modus auch vollkommen egal. Freundespart, passt auf, der kommt gleich jetzt rechts oben im Bild zu sehen. Euer Freund ist in derselben Sitzung wie ihr. Er braucht den Nachtclub, ganz, ganz wichtig, und eine Terabyte. Ja, er geht in seinem Nachtclub in seine Terabyte rein und schickt euch eine Einladung. Ja, Blatt, was mache ich nicht denn anrufen, Alter? Jobliste. Euer Freund ladet euch ein. Und zwar in die Terabyte, keine Spiele verfügbar. Ach, wie soll das denn? Bin ich... Nee, das kann ja gar nicht sein. Achso, ich bin im CEO. Dann gehen wir mal raus. Jetzt, genau. Blackfire Studios einladen. Da ist die Einladung in die Terabyte. Das nehmen wir hier an. Und dann dreht sich eigentlich schon Kumpel eigentlich um. So, dass er halt auch nicht den Kontrollraum aus der Terabyte eine verlassen wird oder soll, sondern mit euch. So, Kontrollraum mit allen verlassen. Auf dem Punkt rechts oben bleibt halt Kumpel in dem Feld so stehen. Und ihr solltet auf jeden Fall über das Interaktionsmenü schon vorher Markierungsoption die Jobs auf eigene, also auf Anzeigen haben. Ja, das hier, wenn ich hier in der Terabyte seid, also das geht ganz einfach, wenn ihr die Optionstaste drückt, dann hier X, Touchpad, und dann hat hier diese ganzen blauen Markierungen. Ihr sucht euch einfach eine blaue aus. Hier die nächste beste von dem Nachtclub von eurem Freund. Drückt hier Viereck, um die zu starten, und bleibt hier drin mit, bist du sicher, dass du diesen Job starten möchtest. Und jetzt macht ihr das auf 1, 2, 3, boom, und spam beide X. Ihr für die Meldung zum Jobbeitritt und Kumpel rechts oben Kontrollraum mit allen verlassen. Mega einfach. Also ihr spam beide gleichzeitig drauf los und Kumpel wird dann ganz normal aus der Arbeit rauslaufen. Genau. Und dann kann er schon Nachtclub verlassen. Genau. Er verlässt den Nachtclub. Ihr geht raus aus dem Job, sobald er dann aus dem Nachtclub raus ist.
Und dann solltet ihr schon out of the radar sein. Warte mal kurz. Das werdet ihr auch merken, indem dann eure Minimap einfach ausgegraut ist. Und beim Kumpel sieht man ja, ist alles vorhanden. So, ihr geht jetzt raus aus dem Job. Und dann habt ihr das Ganze hier mit ausgegrauter Minimap. Jetzt ruft ihr eure Mechaniker an. Und fordert aus der Basis das Straßenfahrzeug an, was ihr halt dann verlieren werdet. Clubhouse 9. Basis Easy, fordern wir jetzt den hier an. Könnt ihr noch vorher anrufen oder abrufen. So, der ist jetzt hier vorhanden und dann macht ihr den hier. Haftbomben, zack, einmal, zweimal zur Sicherheit. Und jetzt müsst ihr und euer Kumpel halt einfach rüber zum so der Basis, ja, also wir hören uns wieder, wenn ich dann drüben bei der Basis bin. Ich kann ja auch hier eigentlich im Prinzip den Kuruma nehmen. Kumpel nimmt halt Fahrzeug oder Hubschrauber, je nachdem. Ihr könnt da auch einsteigen. Und ihr müsst dann einfach zu der Basis, zu dem, der halt das Fahrzeug. Ich werde hier, by the way, auch den Kuruma einfach mir selber auf die PS5 ballern, sozusagen. Und sobald ich dort bin, hören wir uns wieder. Na Jungs, immer noch verzweifelt auf der Suche nach einem seriösen Anbieter für GTA 5 Unlock Alls? Die Suche ist nun endlich zu Ende, ja, hier bei meinem neuen Partner Sebimods werdet ihr auf jeden Fall fündig. GTA Accounts, Unlock Alls, Money Boosts findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Einen Link mit einem Rabattcode durch meinen Namen zu dieser Seite. Sehr seriös, etliche Bezahlmethoden. Checkt es auf jeden Fall ab. Wir sehen uns. So, also jetzt bin ich mit beiden Spielern hier bei der Basis angekommen und habt ihr dann einfach ein Straßenfahrzeug geklaut. Also es muss irgendwas, man nimmt kein SUV oder so. Eigentlich ist es jetzt auch hier schon scheiße, was ich genommen habe, aber okay. Fahrt dann einfach zur Basis, holt euch die Basis-Vollmeldung ab und Kumpel braucht halt irgendetwas, um euch in diesem zweiten Straßenfahrzeug sozusagen umzuwerfen aufs Dach. Ja, mit einem flacheren Auto klappt das ein bisschen besser, hier bei mir nicht immer so. Und ja, probieren das Ganze jetzt nochmal. Winnie Easy Classic kann der Kumpel auch nehmen, aber mit dem Phantom Wedge finde ich, sollte das klappen. Und bleibt er da? Jawohl, wir haben es gehittet. So. Okay. Kumpel kann aus dem Phantom Wedge aussteigen und das Fahrzeug dann anfordern, was ihr halt bekommen möchtet. Wieder einlagern. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach hier zwecksweise mit dem Kuruma. Wo ist der? Annika. So, ihr könnt halt die Basisvollmeldung, wenn ihr auf dem Dach seid, wirklich annehmen. Aussteigen. Ja, und ja, natürlich rechts oben Mechaniker. Geh zu weit weg von einer Straße, blöd. Ihr müsst jetzt eigentlich laut Minimap, seht ihr ja links unten im Bild bei mir, Straßenfahrzeug ist noch dort vor dem Nachtclub beim Kumpel. Das drückt ihr einfach weg, das Fahrzeug mit Pfeiltaste nach links. Die Haftbombe ist das Ding jetzt hier. Mit ein paar Mal links spammen in die Luft gehen. Das heißt, links oben dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Das interessiert mich aber nicht. Jetzt hat halt Kumpel den Wagen, den ihr bekommen möchtet. Er verliert ihn auch nicht. Keine Panik. Er stellt ihn einfach nur im gelben Kreis von eurer Basis. Somit wäre auch der Part vom Kumpel damit erledigt. Es ist mega einfach. So, Aufnahme Kumpel vorbei. Aus die Maus und ihr drückt nur Dreieck und dann macht ihr gar nichts mehr. Ja, einfach warten, auch wenn oben links die Meldung ist, ist nicht schlimm. Es zieht euch automatisch rein. Dann dürft ihr dieses Fahrzeug nicht überschreiben, sondern müsst Kreis drücken. Ja, und das Ganze dann annehmen. Ansonsten
wird das nicht funktionieren. Das ist wirklich einfach, funktioniert finde ich recht schnell. Ich bin jetzt natürlich mit dem Auto hierher gefahren, man kann auch mit einem Sparrow oder was auch immer, Kumpel kann euch auch hinfliegen. Ihr könnt auch gern zusammen Hand in Hand zu Fuß hingehen, das ist mir relativ egal. Und ab hier drückt ihr Kreis, X und da hinten den Kuruma. Und den kann man erst dann sozusagen fahren, nachdem man am besten hier mal Klamotten ändern. Das speichert das Ganze auch safe. Dann könnt ihr diesen Wagen erst sozusagen fahren, wenn ihr GTA neu gestartet habt. Ja, jetzt mal die Gurke hier raus. Und das war's schon eigentlich, ja. So. Ready to go. So. Genau. Easy peasy. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch nochmal, sage ich hier, über ein Like und ein Abo freuen. Falls ihr Fragen habt diesbezüglich, sehr gerne in die Kommentare. Und dann, ansonsten wie üblich, hören wir uns mit dem nächsten Livestream oder mit dem nächsten Video.